So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Classic Stresstest WoW Leveln. Und ich habe mir jetzt gedacht, ich will irgendwie nicht nochmal da zurückrennen. Ich will nämlich, ja, wie soll man sagen? Ich laufe jetzt nach Ironforge, mache das und dann ist gut. So, hier sind wir in Ironforge. Oh, hört ihr diese Musik, Digga? Ist einfach Atembruch. Look at this. Zurück in Eisenschmiede. Look at this awesome. Dunmorog, nee, Kasmodan ist dieser hier actually. Echte kasmodanische Zwergenbaukunstart. Lul wie Lercius. Action. Fuck, wo ist denn der? Ach, der ist da hinten. Okay. Ich glaube, das ist im Thronraum, ne? Hey, the fuck, oh, deep mine. Trunken, wir sind hier nicht in Goldheim. Wir sind aber, glaube ich, keine Quests. Deswegen will man hier auch nicht hingehen eigentlich nach Eisenschmiede. Ich habe es jetzt trotzdem gemacht, weil ich ja habe ich einfach jetzt gemacht. Gucken, wie viel EP das bringt. Ah, 420 lohnt sich nicht wirklich hier nach Eisenschmiede hinzugehen. Dann will ich erst noch Lochmodan und dann, wenn man eh hier hinfliegen muss, will man erst hier reingehen. Deswegen ja, werde ich hier auf jeden Fall nicht hingehen beim richtigen Launch. Denn man muss ja auch nicht den Flugpunkt annehmen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich guck noch mal kurz nach. Aber ja, das ist schon kein Ausrufezeichen. Den haben Gnome und Zwerge einfach so, das ist nice. Kinda a time-based. Rückkehr zu Male. Gefallen für etwas immer Schimmer. Ja, die Quest, keine Ahnung, die lohnt sich nicht. Und die K.A. ist verbuggt gefühlt. Also normal wäre ich jetzt wahrscheinlich schon eher so bei der Hälfte. So ist es natürlich jetzt hardcore. Ich werde jetzt aber trotzdem mich nach Osten begeben. Scheiß auf diese Quest. Ich gehe jetzt Protecting the Herd machen. Den kann man nämlich solo machen. Das ist nice. Und 10 ist ja eh Cap. Von daher sollte ich erreichen dahin. Unterwegs noch ein bisschen grinden und gutes. Hier konnte man damals auf zum alten Eisenschmiede da oben. Oder nicht altes Eisenschmiede, ich meine den Flugplatz da. Kann man hier hinten lang, ist, wenn man nicht testet, wandern, ja. Weiß ich schon mal zum Launch, dass ich hier eventuell nicht lang kann. Schauen wir mal, ob wir hier hoch können. Sieht schwierig aus. Ah, es geht. It's actually working, aber hier ist es dann zu steil. Hier kann man noch lang. Okay, good to know. Ah, aber ich komm's da nicht rüber. Shit. Ah, scheiße. Ah, okay, also hier willst du ja nicht lang. Nimmst du einfach direkt den direkten Weg. Hier komme ich auch nicht hoch, sehe ich schon. Alles abgesperrt mit Berge, die Schweine. Die Schlinge. Okay. Alter Klippeneber. Oh, die sind sogar hier hinten. Vielleicht sind ja hier hinten auch die Bären. Kappa. Glaube ich zwar eher nicht, aber gut. Das werden wir ja gleich sehen. Den töten wir auch. Nice. Wo geht's da hoch? Ach, da geht's schon zu diesem Typen, aber ich muss eh hier. Stimmt ja. Also den Weg, den ihr da gerade gesehen habt,
Das ist eigentlich für die Quest hier der normale Weg, aber ich zeige euch gleich eine Abkürzung. Da müsst ihr nicht extra hier Umwege machen oder so. So, schauen wir mal, ob hier gerade jemand ist. Ansonsten kann ich testen, ihn solo zu machen. Wird auf jeden Fall ein Spaß, sagen wir es mal so. Willkommen. Vor allem mit Stufe 9. Geht nämlich einfach hier hoch. Ja, da seid ihr direkt schon. Seid da schon direkt da. Ja, sieht leer aus, aber Mob ist anscheinend tot, oder? Ah ne, er ist da, okay. Zeit für den Skill. Schauen wir mal, ob das klappt. Okay, komm her, mein Süßer. Alrighty. Feuerschlag. Frostblitz. 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 Oh, der hat mich getroffen. Wow, ist ganz schön frech von mir. Bye. Kill ihn ja actually schon fast so. Holy shit. Was ist da los? Nice, Digga. Schieß ihn ab. Porgas. So macht er ihn als Mage solo. Mit einer anderen Klasse ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch geht. Da müsst ihr aber ganz schnell rennen. Und hier diese Sprünge nutzen. Aber ich glaube, es könnte schon sehr knapp werden mit einer anderen Klasse. Ja, aber es geht, ihn als Solo zu machen. Auch in richtigen Classic. Gut zu wissen. Hallo. Vor allem, weil die Hose richtig sick ist. 900 XP. Ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Haben wir hier unsere erste grüne Hose. Ein Ausdauer und eine Willenskraft. Richtig sick. Sind hier unten eigentlich Bären? Hier sind sogar Leoparden. Wow. Glaube ich, erkund mal hier ein bisschen. Das ist jetzt nicht effektiv, was ich jetzt mache, aber ich will mal wissen, ob hier auch Bären vielleicht noch sind oder nur Leoparden und Eber. Das interessiert mich jetzt mal. Okay, da ist noch ein Leopard. Oh ja, Bären sind halt absolute Mangelware hier, ist ja krank. Willst du die Quest dann überhaupt abschließen? Glaub gar nicht. Ah, da hinten noch eh keine. Hier sind nur Leoparden und Klippeneber. Ah. Null. Aber das ist so dumm, dass hier sogar die Bären sind, dann soll ich wieder dahin? Kann man da einen Gast, da ist ja auch kein Gastwirt, ne? Naja, das lohnt sich, glaube ich, echt nicht, diese Quest zu machen. Widerstehen, ah ja. Widerstehen, ja, widersteht aber ganz gut. Yay, mein erster Bär. War auch wahrscheinlich der einzige und letzte. Der Golbar-Steinbruch. Hier wollte er actually auch als Menschen. Die beiden Quests sind nämlich sehr sick und lohnenswert. Hier ist doch gar keiner. Wow. Ah doch, ja mal jemand. Ich bin ganz Ohr. Er ist ganz Ohr. Schön euch zu sehen. Schön euch zu sehen. Ja, schönen guten Tag, ne? Dachte schon, er wollte mich sabotieren. Ach, ich habe jetzt actually den neuen Frost
Blitze, den sollte ich mal benutzen, nicht Dummkopf. So, die beiden Quests müssen wir machen. Wenn man mal hier ein bisschen mehr treffen würde, würde es auch schneller gehen. Holy shit, was ist denn das? Oh shit. Miner. Hehe, XD. Oh wow, hier ist er noch respawned. Ich euch sagen kann, ihr wollt direkt in die Höhle, Alter. What the fuck? Hier respawned gerade halt. Aber irgendwie ist der Frostblitz doch ziemlich gut. Ja gut, der kostet doch 10 weniger Mana. Ich glaube, der Feuerball macht das schon ein bisschen mehr Damage. Muss man ja auch sagen. Jetzt hier wieder eine Tryhard-Höhle. Müssen wir auf jeden Fall. Okay, das war jetzt nicht so smart. Gebe ich zu. Wow, er hilft mir auch noch, nett von ihm. Ja, okay, normalerweise gruppe ich nicht, ne? Aber es geht ja eh nur bis 10, von daher ist egal. Machen wir hier mal Krupp Action. Da di da da, die Feuerwehr ist da. Erstmal ein Saufen, Porgas. Nice. Jetzt können wir mal den da. Wow, ich brauche noch Knochenknacker. Hier sind irgendwie nur Schädel. Unlucky. Rühl, der hackt erstmal da hinten.
Also. Okay, piece of shit. Aua. Boah, da sind nur noch zwei. Au. Widerstehen ist klar. Ja. Habe ich natürlich XP verloren. Aber ist egal. Hier kann man auf jeden Fall hoch. Was geht euch durch den Kopf? Was geht euch durch den Kopf? So, es war nochmal geil, der XP. Jetzt fehlt uns noch ein bisschen bis 10. Ja. Das ist ja Wunderbärchen. Ja, wenn ich die beiden Quests dann eventuell immer noch abschließe, wenn es dann richtig, also der Releases, bin ich jetzt auch schon Stufe 10. Ich würde sagen, wir grinden uns nochmal einen Weg nach Loch Modan und dann läuft der Hase. Grind is da. Okay, ne, Playtime schauen wir uns dann an nachher gemeinsam, wenn ich Stufe 10 erreicht habe. Vernarbter Klippenheber, den werden wir doch jetzt killen. Zu denen gibt es auch keine Quest mehr. Zu den vernarbten Klippenheber. Kann man auch mal noch irgendwie hier ein Lager einführen können. Holy shit, der hittet aber hart. Er macht aber ganz schön Aua. Da muss ich mich erstmal hier Erste Hilfe und so rausholen. Ganz schön frech. Doch geil, Digga. Wenn ihr in Danmuruk anfangt, könnt ihr geile Eber grinden. Oh, look at that. Da ist mal wieder ein Bär. Porgas. Aber als ob ich die Quest jetzt nochmal mache, Junge. Ich bin blöd. So, wir wollen natürlich nach rechts, ja. Wenn ihr nach links geht, dann findet ihr ja oben die Quest der verlorene Pilot oder so. Aber ja, da kommt ihr halt hier oben an in Loch Modan und ich will gern hier unten ankommen. Deswegen ja, ich spiele das so. Da ist er down. Mm-m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 m
Ich habe noch zu wenig Mana, um den zu killen. Aber ich kann ihn gleich killen, wenn ich hier bin. Jetzt passt es besser. Gönnen wir mal hier einen Feuerball. Nicht wirklich gut. Ja, mit Stufe 9 nach Lochmund ein bisschen low. Man sollte schon jetzt, glaube ich, so 10 sein. Aber gut, bin ich ja eh sofort. Ich glaube, wenn ich die Quest abgebe, bin ich 10. Dann ist eh Schluss. Na gut, der alte Klippenäber. Wollen wir es noch ein bisschen ausreizen hier? Grinden noch mal ein paar Eber. Geben dann kurz davor erst die Quest ab. 96%. Widerstehen, Alter, ist doch nicht dein Ernst. 49 Schaden, holy crap. Das ist mega viel Schaden, wow. Redet mit mir. So, 98%. Da sind wir Level up. Haha, Digga, nice. Oh, wir können direkt hier in Eber weiterkillen, aber wir werden jetzt keine XP mehr bekommen. Achtung, 230 haben wir aktuell. Wir wollen aber. Oh, ist vorbei, Digga. Nix mehr. So, erster Talentpunkt geht übrigens hier rein bei Magier, ja, ganz klar, wegen Hit. Dann widerstehen die Mobs weniger und man kann auch das skillen, aber man skillt erst das. Ist einfach so. So, was haben wir eigentlich angenommen? Starkbier für Karten. Ja, also wir sehen, wir können die Quests auch schon auslassen. Muss man nicht unbedingt machen. Red Catching und Stuff. Ach ja, wir wollen jetzt uns anschauen, wie unsere Playtime ist. 2 Stunden 22 Minuten ist okay auf dem Privatserver, war ich ein bisschen schneller, so 2 Stunden, 1 Minute 40 geht das schon. Wär hier vielleicht auch gegangen, wenn man mehr Glück hat, wenn eventuell diese Quest ja nicht gebuggt hat oder ich bin einfach zu dumm für die Quest. Aber ganz ehrlich, ich glaube, die ist verbuggt und wenn ich eventuell weniger Competition habe für die Mobs am Anfang, wenn ich schnell vor den ganzen Zerg komme und ich die Bären kriege, dann kann man hier noch ein bisschen schneller sein. Auf jeden Fall 2 Stunden ist drinne von 1 bis 10. Wie geht's? Bleib sauber. Und ja, wie es dann halt hier weitergeht, ne? Man nimmt die beiden Quests hier an. Hier oben im Turm ist auch noch eine. Dann killt man hier die Trocks. Ist relativ simpel. Hier kann man dann auch verkaufen noch, wenn man muss. Grüße. Genau, dann nimmt man die beiden Quests an, geht hier hoch und dann hier rein. Ach da, die Trocks. Ich mach jetzt natürlich nicht weit. Ey, ich kann ja gar nicht verkaufen. Hallo. What the fuck? Ist ja kein Verkauf. Ich meine, auf dem Privatserver war hier auch ein Verkäufer da unten. Ist doch ein Schmied. Ich glaube, ist auch buggy, oder? Es war so. Gut, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich bin jetzt fertig mit den Stresstests soweit. Geht ja nicht weiter als bis Stufe 10. Schade. Hätte ich jetzt die Beta, ne? Wäre es noch weitergegangen, aber so ist ja auch okay. So, nochmal hier einen schönen Screen. Und ich würde sagen, das war's auch hier von der Folge für heute. Das war mein kleiner Classic-Stresstest-Beta-Run. Ja, wie gesagt, 2 Stunden, 20 Minuten bis 10 gebraucht. Wir haben natürlich Zeit verloren. Vor allem hier bei Don Morok mit diesem Wendigo-Stuff. Normal hätte ich da erst die Bären gekillt, dass ich direkt da hin kann und ich nochmal zurücklaufe. Also war ein bisschen Backtracking dabei, war bad. Aber es war eigentlich nicht mein Fehler, sondern war einfach... Musste ich mich dann anpassen, weil da so viel los war und keine Mobs vorhanden waren. Oh, wir haben wieder schöne Eichhörnchen. Ich würde sagen, wenn ihr mehr sehen wollt von mir, von WoW oder allgemein mich einfach supporten wollt, dann lasst doch gerne ein Abo da, würde mich freuen. Haut rein, wir sehen uns bestimmt irgendwann wieder beim nächsten Video. Ciao, ciao.